willkommen zu einer weiteren Folge meines Minecraft Let's Plays. Und ja, ich bin jetzt mal ein bisschen AFK hier rumgestanden während dem Schneiden und Thumbnails machen. War vielleicht so 10, 20 Minuten. Und ja, wie man sieht, habe ich jetzt schon 37 Level. Und der ganze Stuff kam dabei rum. Efficiency, Unbreaking und nochmal Unbreaking, Knockback und Sharp, das ist für die Schwerter. Und ja, der Dirt ist es. Einfach nochmal, weil ich hier was umgebaut habe. Jetzt haben wir hier mehr Hopper und Teppich auf den Hoppern, damit die Skelette nicht die ganze Zeit so rumspringen. Dann funktioniert das ein bisschen besser. So. Obwohl, ich laufe einfach hoch und schmeiße das irgendwie in die Schlucht oder so. Weil diese Bögen, die brauche ich halt echt nicht. Eigentlich nur Müll. Gab es nicht irgendwie eine Taste, mit der man es direkt... Na egal. Ach, hier. Gut, wenn man Q drückt, während man mit der Maus drüber fährt. Also wie wenn man was direkt kochen will. Dann kommen die alle da runter und können schön die spawnen. Und diese Folge können wir dann einfach ein bisschen was verzaubern gehen. Knochen gibt es halt auch jede Menge und Pfeile auch. Sehr schön. Ja, aber ich denke, diese verzauberten Items will ich mit einem Endzauber sehen, beziehungsweise... Nee, ich habe jetzt eigentlich genug Level zum Verzaubern, ich lasse die erstmal hier. Vielleicht kann man es ja mal später kaufen. Oder dann entzaubern, wenn es soweit ist. So. Dann geht erstmal nach Hause. Gut. Dann ist die Frage, was verzaubern wir als erstes? Im Grunde wäre es eigentlich am schlauesten, erstmal eine gescheite Rüstung zu machen. Und vorher erstmal zu schlafen. Mit was fangen wir an? Habe ich denn noch Tierskizzen? 5. Irgendwo hatte ich aber noch mehr. Genau, hier sind noch 2. Hier sind 35. Iron, nee, ich nehme direkt 4. Und da auch keine Rüstung drin. Ich hatte mir mal aufgeschrieben, was ich am besten auf eine Rüstung drauf mache. Weiß gar nicht mehr, was das war. Graf geht erstmal. Helm. Chestplate, Hose und Schüchchen. So. Gut, und dann mal schauen. Feuer das Ganze überhaupt kommt. Guck grad mal, ob ich das noch finde. Ja, ich hab's. Dann fangen wir am besten mal mit der Chestplate an. Also Protection auf jeden Fall. Alles, was geht. Dann Unbreaking. Alles, was geht. Thorns. Alles, was geht.
Und Mending. Aber Mending kann ich noch nicht machen. Increase back and air capacity. After your death, you respawn and have 6 seconds to prepare to be teleported back at your death location. Has a long cooldown and requires full armor set to go. After your death, you are respawn and have 60 seconds to prepare to be teleported back. Ach, okay, ich verstehe. Man respawnt am Bett und wird dann zurückgeteleportiert, da wo man gestorben ist. Okay, so ist es gemeint. Nach einer Minute. Na, aber ich glaube, das ist eher stressig als positiv. Wenn hit by an enemy, you teleport. Oh nee. Es ist wie von, wenn man so eine Horusfrucht ist. Horus, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Aber ja, ich denke, bis auf Mending haben wir dann alles. Dann nehme ich schon mal Chestplate. Jetzt habe ich noch 13 Level. Mal gucken, was er denn auch nicht so viel braucht. Die Hose, aber ich denke, die wird genauso teuer kommen wie die Chestplate. Ender Defense. Is away from you, oder? Nee, das will ich eher nicht. Mob Dart. When on low, freeze all hostile mobs around you. Das wäre interessant. Healing Heart. When low on heart, release a healing wave, heals you and the nearby black. Oh, das wäre auch richtig nice. Unbreaking. When on low health, depending on your level, create a ring of fire around you that sets on fire all hostile entities. Das wäre halt auch echt nice. Das hat sich gesagt nicht, das nicht. Das hier wäre halt echt richtig gut. Ach, okay, die kann man nicht kombinieren. Heilung. Gegner einfrieren oder die Gegner verbrennen. Ah ne, verbrennen auf keinen Fall, denn zünden die Bäume an. Ich glaube, dann würde ich wirklich Healing Heart nehmen. Habe ich 32 Level für. Okay. Ja. Das wird noch ein bisschen dauern, da muss ich noch ein paar Mal in die Monster farmen. Aber ich mache das schon mal hier rein, weil das wird dann mein tatsächliches Equipment, was ich verwenden werde. Mal gucken, habe ich hier noch ein paar schöne Tier-Weapon. Schwert kann ich von drüben holen. Power 5 Bogen. Ja, den werde ich auch nochmal neu machen müssen, denke ich, weil man kann, glaube ich, keine verzauberten Sachen in den Enchantment-Hebel reinlegen. Ich weiß nicht, ob das mit dem, mit Netherite auch nicht geht, aber mit dem, wo wir jetzt haben, auf jeden Fall nicht. So, dann kommt das erstmal weg. Und jetzt, wenn ich gerade schon mal daheim bin, könnte ich den Zuckerrohr ein bisschen größern. Habe ich dort dabei? Ja, okay. Was habe ich jetzt zum Glück ein bisschen im Haus?
So. Dann mal schauen, wie machen wir das am besten? Das hat so viel wie möglich gibt. So würde ich sagen. Und hier dann noch eine Reihe Wasser. Wie groß ist denn deine Range, Mama? Ja, das passt sehr gut. Oh nice, der platziert die direkt. Bisschen Zuckerrohr ins Inventar. Ja, noch ein bisschen. So. Ist das jetzt? Ja. Sehr gut. Dann hier Potatoes. Die wachsen überall Potatoes. Okay. Wenn ich jetzt hier an den Seiten sind das hier. Es gibt ja dann Getreide. Und die Potatoes auch. Okay. Dann gib mir mal die Hälfte von Weizen. So. Guck mal, ob das jetzt übernimmt. Reifensamen kommst du über Farmer. Und dann brauchen wir ein bisschen Knochenmehl. Wo ist das dann? Ist das schon im ME-System? Ja, ist schon im ME-System. Sehr schön. Dann pflanzt er wieder Reizen an. Sehr gut. Dann kann man das eben so mittragen, indem man es einmal per Hand anpflanzt. Und dann setzt er an der Stelle die ganze Zeit neu. In der Art, wie das vorher war. Und er sortiert direkt rüber. Das ist auch gut. Dann behält er nur die Körner im Inventar und der Rest direkt rüber. Sehr schön. Kann das hier schön arbeiten. Eigentlich könnte man in dieses Haus auch irgendwie so was reinbauen. Ich glaube, das ist sogar massiv und das hat keinen Keller. Das wäre halt eigentlich auch eine Überlegung wert. Wenn wir hier das Kartoffelfeld, dass wir da rein vielleicht noch ein bisschen mehr Zuckerrohr setzen. Mal schauen. In der Range her müsste es eigentlich ausreichen. Sieht man jetzt halt nicht, weil da der Berg im Weg ist und auch das Haus. Also in der bloßen Theorie müsste das reichen. Könnte man hier vorne Weizen machen und da drunter Zuckerrohr. Naja, mal schauen. Das hat noch Zeit. Aber die Kühe könnte ich mal vermehren gehen. Hallo Freunde, ich habe Butter für euch. Wieder was? Ich glaube schon, oder? Ja, nice. Oh, das ist noch komplett neu. So eine graue habe ich noch gar nicht. Das ist halt echt cool, dass wir verschiedene Farben haben.
Dadurch würde ich die halt weniger killen. Ach ja. Ach, und was ich noch machen könnte, wenn ich gerade schon dabei bin. Hatte ich zwar nicht viel dabei, aber ich bin mal ein bisschen voll. Dann kann ich nämlich so eine kleine Hütte um den Eingang bauen, dass von hinten keine Zombies reinkommen, wenn ich nachts ein bisschen farm. Sonst bin ich direkt tot, wenn ich AFK rumstehe. Das wäre nicht so optimal. Hier wieder jede Menge Vogelnester. Ja, Kartoffeln, aber ich brauche die eigentlich nicht mehr. Karma regelt das alles. Einfach nur so eine ganz, ganz kleine Hütte. Und dann noch ein bisschen... Ja, wir nehmen mal ein bisschen von dem... wie heißt Eichenholz. Ja, wir nehmen einfach mal den Baum. Ist ja egal. Wieder Fliester. Gott, hatte der viele Vogelnester in sich. Noch mehr. Jetzt muss ich aber alle haben, ja. Und es liegen hier keine mehr rum. Das heißt, das muss alle gewesen sein. Dann brauchen wir Türen. Wir sind jetzt halt nicht besonders hübsch, aber es riecht erstmal. Kleines Bisschen. Und die falsche Seite. Und wieder weg. Und da bin ich hier dran. Und sie öffnet natürlich in die falsche Richtung. So. Bin ich jetzt noch safe. Aber ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch wieder mit der Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.